Hätten Sie es gewusst? Spina bifida ist die häufigste Ursache für eine angeborene Beeinträchtigung. Umgangssprachlich kennen Sie sie vielleicht als offener Rücken. Wie sie entsteht, was die Folgen sind und vor allem, wie man es oft schon vor der Geburt vermeiden kann, das erkläre ich Ihnen heute. Mein Name ist Thomas Bartling, ich bin Arzt und gemeinsam mit NetDoktor helfe ich Ihnen, Krankheitsbilder besser zu verstehen. Unser zentrales Nervensystem. Das sind all unsere Nerven und Nervenbahnen im Gehirn und Rückenmark. Es ist verantwortlich dafür, dass Signale und Informationen zwischen dem Gehirn und dem Körper ausgetauscht werden können und ist sozusagen das Kontroll- und Steuerzentrum unseres Körpers. Und weil es so wichtig ist und die Natur schlau, ist es durch Knochen gut geschützt, durch den Schädel und den Nervenkanal in unserer Wirbelsäule, auch Wirbelkanal genannt. Wenn mit diesem Schutz etwas nicht stimmt, dann kann das schwerwiegende Folgen haben. Um der Spina bifida auf den Grund zu gehen, müssen wir wirklich ganz weit vorn anfangen, bei der Schwangerschaft. Sie dauert durchschnittlich 281 Tage und die Vorstufe des zentralen Nervensystems, das Neuralrohr, wird schon ganz früh gebildet, nämlich zwischen dem 22. und 28. Tag der Schwangerschaft. Da ist der Embryo, das spätere Baby, gerade mal so groß wie ein Mohnkorn. Das spätere Neuralrohr ist erstmal flach, so wie dieses Blatt Papier. Während der Entwicklung des Embryos rollt es sich vereinfacht gesagt zusammen. Es bildet sich ein Verschluss, als wenn wir das Papier hier zusammenkleben. Und es entsteht ein hohles Rohr. Der obere Teil wird später zum Gehirn, der untere zum Rückenmark. Aber manchmal kann es vorkommen, dass dieses Zusammenkleben nicht richtig funktioniert und irgendwo ein kleines Loch bleibt. Dieses führt dann zu einer Störung der normalen Entwicklung der Wirbelsäule. Es gibt zwei Arten. Bei der ersten Variante der Spina bifida occulta sind die Wirbelbögen, also der Knochen um das Rückenmark, nicht zusammengewachsen. Das Rückenmark ist aber trotzdem im Wirbelkanal, wo es hingehört. Diese Variante verursacht meistens keine Probleme und wird oft nur zufällig entdeckt. Die zweite und schwerwiegendere Variante, die Spina bifida aperta, schauen wir uns jetzt genauer an. Bei der drücken sich Rückenmarkshäute und manchmal das Rückenmark und Nerven nach außen. Was das für Auswirkungen hat? Das kommt darauf an, wie groß die Öffnung ist, ob nur Rückenmarkshäute oder auch Rückenmark außerhalb des Wirbelkanals liegen und auf welcher Höhe der Wirbelsäule die Öffnung ist. Je weiter unten sie liegt, desto tiefer im Körper sind später die Ausfallserscheinungen, weil der Informationsfluss im Rückenmark später abbricht. Sie können sich das wie bei einer kaputten Wasserleitung vorstellen. Je weiter hinten die undichte Stelle liegt, desto mehr Wasserhähne bekommen noch etwas ab. Bei der Geburt haben diese Babys an ihrem Rücken einen mit Flüssigkeit gefüllten Hautsack. Weitere körperliche Symptome sind, je nach Ausprägung und Höhe der Schädigung, Stuhl- und Harninkontinenz, eingeschränkte Gehfähigkeit. Manche Betroffene brauchen deswegen Hilfsmittel zum Gehen und andere sitzen im Rollstuhl. Spastische Muskellähmungen. Das bedeutet, die Muskeln reagieren weniger gut auf Signale vom zentralen Nervensystem und sind konstant unter Anspannung. Auch das wirkt sich auf die Gehfähigkeit aus. Eingeschränktes Berührungs- und Schmerzempfinden. Hydrocephalus. Oft ist bei Babys mit Spina bifida ein Teil des Gehirns so verschoben, dass der normale Fluss von Hirnwasser behindert wird. Der Flüssigkeitsstau führt oft zu einem Hydrocephalus, früher umgangssprachlich als Wasserkopf bezeichnet. Unbehandelt kann der zu geistiger Behinderung führen. Doch zum Glück kann man einiges tun, um die Symptome zu lindern. Eine Spina bifida kann schon im Laufe der Schwangerschaft festgestellt werden, und zwar durch Ultraschall, Bluttests und oder Fruchtwasseruntersuchungen. Eine Operation des offenen Rückens mit den freiliegenden oder abgeknickten Nervenbahnen ist natürlich erforderlich und kann heute teilweise bereits im Mutterleib, also während der Schwangerschaft, erfolgen. Viele Folgesymptome, wie zum Beispiel die Gehbehinderung, können so oft verhindert oder reduziert werden. Manchmal ist es auch möglich, durch eine frühe Operation die Funktion von Darm und Blase zu erhalten. Schon beeindruckend, was die Medizin so möglich macht, oder? Aber deswegen ist die Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft so wichtig, damit man so früh wie möglich reagieren kann. Die beste Nachricht zum Schluss. Ein Großteil der Spina bifida Fälle kann eigentlich ganz einfach vermieden werden. Folsäure heißt das magische Wort. Ein Vitamin, dessen Mangel eine Spina bifida auslösen kann. Deshalb schon von Beginn der Schwangerschaft an als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Am besten sogar schon vorher, falls Sie Ihre Schwangerschaft planen. Folsäure gibt es in jeder Apotheke und sollte die ersten 12 Schwangerschaftswochen eingenommen werden. Wenn Sie dazu mehr Fragen haben, wenden Sie sich am besten an Ihre Apotheke oder direkt an Ihre Frauenarztpraxis.
Außerdem finden Sie mehr Informationen zum Thema Schwangerschaft und rund um das Thema Gesundheit hier auf unserem NetDoktor YouTube-Channel und auf unserer Website.